Schon heute möchte ich Sie ganz herzlich einladen, miteinander und auch mit mir das Fronleichnamsfest 2021 zu feiern. Immer wieder sind wir in diesen Abenden des Fronleichnamstages durch die Stadt Berlin gezogen. In den letzten Jahren in großer Anzahl, um dann schließlich vor der Hedwigskathedrale den Schlusssegen zu empfangen. In diesem Jahr werden wir den Gottesdienst in der Hedwigskathedrale feiern, mit all ihren Beschränkungen, mitten in der Baustelle. Ein gutes Bild für die Baustelle der Kirche. Und wir werden es feiern mit den Menschen und an verschiedenen Orten des Bistums, vom Vorpommern angefangen bis zum Süden Brandenburgs. Unser ganzes Bistum wird beteiligt sein. Dort werden Menschen Fürbitten vortragen, Lesungen vortragen und im Gebet und in der Anbetung miteinander verbunden sein. Vielleicht werden wir gerade in dieser Kooperation, diesem Zusammenarbeiten und Feiern erfassen, dass der Herr mitten unter uns ist, an verschiedenen Orten und doch ganz eng uns verbindet. Ich möchte Sie herzlich einladen, dass wir als Bistum dieses Fronleichnamsfest sehr bewusst mit den Möglichkeiten, die wir in der schwierigen Corona-Zeit haben, als ein Fest des Glaubens und der Verehrung Gottes an Fronleichnam zu begehen. Herzlich willkommen.